Ja, liebe Freunde und Freunde, das mache ich gerne. Ich stelle euch den Antrag LR1 vor mit dem wunderschönen Titel Ländliche Räume in Nordrhein-Westfalen, starke grüne Impulsregionen. Eigentlich ist mit dem Titel schon sehr viel gesagt. Dieser Antrag fußt auf dem Land-in-Sicht-Prozess, den wir im letzten Jahr gestartet haben. Wir hatten ja im letzten Jahr, Anfang letzten Jahres, das haben viele von euch waren auch da, die wunderbare Tagung Land-in-Sicht in Bad Sassendorf, wo über 100 Menschen aus der Partei diskutiert haben, gedacht haben, sich Impulse auch geholt haben. Und dieser Antrag, der sozusagen jetzt hier vorliegt, ist ein Ergebnis dieses Prozesses, an dem sehr, sehr viele Menschen mitgewirkt haben. Ich möchte allen Menschen, die das getan haben, danken. Natürlich meinen Kolleginnen und Kollegen im Landesvorstand, ganz, ganz besonders der Landesarbeitsgemeinschaft Wald, Landwirtschaft, ländlicher Raum, die unheimlich viel Arbeit investiert haben, die in Klausurtagen gegangen sind, die ehrenamtlich sich ganz, ganz viele tolle Texte überlegt haben. Und ganz besonders euch ein ganz, ganz herzliches Dankeschön für die tolle Arbeit, die ihr in diesen Antrag gesteckt habt. Ich möchte auch ganz herzlich danken den Abgeordneten, die an diesem Antrag mitgewirkt haben, ganz besonders unseren parlamentarischen Staatssekretär Horst Becker für die ländlichen Räume. Ja, lieber Horst, vielen, vielen Dank für die Arbeit, die du nicht nur in der Landesregierung, sondern auch in diesen Antrag steckst, aber auch den Abgeordneten Norwig Rüße, Dagmar Hanses, Arndt Klocke und Friedrich Ostendorf für die Bundestagsfraktion, die auch an diesem Antrag mitgewirkt haben. Das ist ein Gemeinschaftsprodukt, das muss man, finde ich, an dieser Stelle ganz deutlich sagen. Warum stellen wir diesen Antrag, warum machen wir das zu so einem starken Schwerpunktthema auf diesem Parteitag? Den Grünen ist immer nachgesagt worden, wir seien die Partei der Metropolen, also die sozusagen Partei der Großstädte. Ja, wir sind auch in den urbanen Metropolen sehr, sehr stark. Das haben wir auch bei dieser Kommunalwahl wieder gesehen. Wir haben aber auch gesehen, dass gerade in den ländlichen Regionen wir unheimlich stark zugelegt haben in den letzten Jahren. Man kann sagen, das Land wird grüner. Das ist ein Prozess, den wir jetzt schon seit einigen Jahren beobachten. Und wir haben das eben noch mal gehört, dass zum Beispiel weiße Flecken jetzt grün geworden sind bei dieser Wahl, dass wir in Ortsverbänden, die gerade neu gegründet wurden, zum Beispiel Bad Sassendorf, zum Beispiel Verl, zum Beispiel Weeze, aus dem Stand heraus über 10% geholt haben. Und auch in Flächenkreisen, die seit Jahrzehnten traditionell schwarz waren, also absolute Mehrheiten der CDU hatten, wie zum Beispiel in Kleve, diese Mehrheiten gebrochen worden sind. Und zum Beispiel auch, ich sage mal, ich war im Oberbergischen Kreis, da gibt es zum Beispiel, jetzt ist jetzt sozusagen keine Anspruch auf Vollständigkeit, zum ersten Mal wirklich überall in jeder Gemeinde grüne Fraktionen. Und das ist ein Trend, den wir beobachten, das Land wird grüner und deswegen ist es sehr berechtigt, dass wir dieses Thema hier setzen. Wir wollen mit diesem Antrag Perspektiven beschreiben für die Menschen in diesen Regionen. Ein Drittel der Bevölkerung in Nordrhein-Westfalen lebt in ländlich geprägten Regionen und das sind starke Regionen, das sind starke Impulsregionen, das sind nicht nur Regionen, die zum Beispiel ein wertvolles Naturerbe beherbergen, die starke Naturschutz-, Landwirtschaftspolitik machen, sondern eben auch eine ganz, ganz starke und auch international wettbewerbsfähige, mittelständisch geprägte Wirtschaft haben, die wirklich international konkurriert. Das heißt, das sind Regionen, die wirklich gute Impulse für das gesamte Land auch aussenden. Und die CDU hat ja immer so getan, als sei das Land sozusagen ihrs. Ja? Als wenn sozusagen so eine Aufteilung gäbe, dass das Ruhrgebiet gehört der SPD, das Land gehört der CDU. Beides ist falsch, liebe Freundinnen und Freunde. Beides ist falsch. Denn die CDU tut immer so, als wenn auf dem Land sozusagen aus ihrer Sicht irgendwie da ist alles in Ordnung. Da gibt es keine Scheidungen, da gibt es keine Zuwanderung, da gibt es sowas nicht wie auch eine kritische Mobilität, dass eben auch Menschen anders mobil sein möchten, dass irgendwie auch Menschen sich anders ernähren möchten, anders konsumieren möchten. Und wir stellen aber diesen Bewusstseinswandel fest. Wir stellen fest, dass eben Menschen nicht mehr möchten, dass die Autobahn bis ins letzte Dorf führt oder dass sozusagen täglich massiv Fläche verbraucht wird und so weiter. Und wir stellen fest, dass eben diese Menschen bei uns auch als Partei auch Hoffnung haben, ja, dass wir sozusagen diesen Bewusstseinswandel verkörpern. Und deswegen sagen wir in diesem Antrag, das ist sozusagen die Leitidee, dass wir für diese Menschen, die anders mobil sein möchten, anders konsumieren möchten, anders wirtschaften möchten, auch anders lieben, anders leben möchten, dass wir für diese Menschen die Alternative und eine eigenständige Partei sind, die auch ganz, ganz bewusst strategisch genau auch in diese Milieus reingeht und sagt, dass wir ein Angebot machen. Und das ist, glaube ich, in diesem Antrag auch sehr, sehr deutlich, liebe Freundinnen und Freunde.
Die Leitidee in diesem Antrag ist, dass wir eben nicht so tun können, dass wir einfach alles so weitermachen wie bisher und dann wird schon alles gut, sondern dass gerade in den ländlich geprägten Regionen es einen Wandel braucht in vielen Bereichen, damit eben das Leben auf dem Land in Zukunft attraktiv bleibt. Und das beschreiben wir in sehr, sehr vielen Themen. Wir haben sozusagen versucht, wirklich die gesamte Bandbreite auch zu beschreiben. Ich möchte deswegen aus Kapazitätsgründen, weil es noch viele Rednerinnen und Redner gibt, nur drei Beispiele nennen, nämlich das Beispiel, was ich eben schon angesprochen habe, den massiven Flächenverbrauch. Seit 1996 sind fast 1000 Quadratmeter Acker- und Weidefläche in Nordrhein-Westfalen verloren gegangen. Jeden Tag werden 10 Hektar Fläche versiegelt bzw. verbraucht. Das ist nicht nur ein Problem für den Naturschutz, also zum Beispiel für die Biodiversität, sondern es ist auch ein großes Problem, weil eben Nutzfläche verloren geht und das eben in einer Zeit, wo eben regionale Produkte und regional produzierte Güter eben immer mehr an Zulauf und immer mehr an Zuspruch auch finden. Deswegen sagen wir, dass es absolut irrsinnig ist, ökologisch und ökonomisch, dass wir diese Fläche immer weiter verbrauchen und gleichzeitig Ortskerne und Innenstädte immer weiter teilweise veröden, dass da Ladenlokale teilweise leer stehen, dass Wohnhäuser leer stehen, immer mehr an Wert verlieren. Und deswegen sagen wir in diesem Antrag als politische Leitidee, wir wollen das Leben zurück in die Innenstädte, das Leben zurück in die Ortskerne holen und wir wollen eben, dass Innenentwicklung vor Außenentwicklung geht und diesen Flächenverbrauch stoppen und sogar langfristig auf Netto-Null-Verbrauch auch senken. Und das ist ein ganz, ganz starkes Prinzip. Deswegen unterstützen wir diesem Antrag auch den Landesentwicklungsplan der Landesregierung, die das als Ziel festschreibt. Das zweite Beispiel, was ich nennen möchte, und das ist, glaube ich, elementar, wenn Leben auf dem Land attraktiv bleiben soll, ist, dass es eben vor Ort natürlich eine gute Bildung geben muss und ein gutes Aufwachsen für Kinder, für Jugendliche ermöglicht wird. Es gibt diesen wunderschönen Satz, erst stirbt die Schule, dann stirbt das Dorf. Und deswegen ist es ganz, ganz besonders wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, dass eben es Grüne sind, die dafür gesorgt haben, dass die gute Bildung auch wirklich im Dorf bleibt und dass wir für den Erhalt der Grundschulstandorte gestritten haben. Und Silvia Lörmann ist die Ministerin, die das möglich gemacht hat. An dieser Stelle ein ganz, ganz großes Dankeschön für deine Arbeit, dass eben gute Bildung vor Ort weiter möglich ist. Und ich sage mal, wir haben ja gestern beschlossen, und das finde ich ganz, ganz besonders toll, dass wir als Partei auch die sind, die da vorangehen, dass eben diese Grundschulen vor Ort auch für alle Kinder auch offen sind und dass wir eben auch die Möglichkeit auch sozusagen eröffnen, wenn das vor Ort gewollt ist, in Kommunen und von den Eltern, dass wir auch Bekenntnisschulen auch in Gemeinschaftsschulen umwandeln, weil wir eben wissen, dass eben vor Ort natürlich, und das ist eben genau das Prinzip, wo die CDU einfach sagt, das gibt es nicht, dass es auch auf dem Land immer mehr auch Familien gibt, die nicht konfessionsgebunden sind, immer mehr Familien auch mit muslimischem Hintergrund und dass genau natürlich auch für all diese Familien es möglich sein muss, vor Ort ein gutes Grundschulangebot vorzuenthalten. Und deswegen finde ich es ganz toll, dass die Landtagsfraktion auch die Initiative jetzt geht, einen Gesetzentwurf dazu vorzulegen, dass das auf dem Land auch möglich ist, Gemeinschaftsgrundschulen zu erleichtern. Der größte Impuls, den es aber, glaube ich, gegeben hat, und deswegen ist dieses Motiv, dass die ländlichen Räume Impulsregionen fürs gesamte Land sind, ist, glaube ich, beim Schulkonsens. Wir haben seit 2010 über 155 Schulen des längeren gemeinsamen Lernens, die eben vor Ort ermöglicht haben, dass sozusagen es vor Ort auch weiterhin eine gute Bildung gibt, eine qualitativ hochwertige, aber eben auch wohnortnahe Schulversorgung. Und ich finde an dieser Stelle, und deswegen ist es mir ein großes Vergnügen, nochmal zu sagen, Silvia, das ist dein Verdienst, dass das gelungen ist, eben einen Allparteienkonsens sozusagen dort herzustellen, weil das sozusagen auf dem Land, das ein Impuls gegeben hat für das ganze Land, ist eben vom Land gekommen, diese Entwicklung. Und dass wir sozusagen 155 Schulen jetzt haben, die neu sind. Und ich glaube, das Ende der Fahnenstange ist noch nicht erreicht. Wir haben weitere Potenziale. Und deswegen sagen wir auch, dass es auch eine bessere Kooperation der Kommunen geben muss, eine regionale Schulentwicklung, die eben sozusagen diese Perspektiven fürs Land noch stärkt. Und das ist eben auch eine Perspektive, die wir in diesem Antrag beschreiben. Drittes Thema ist natürlich, dazu wird auch gleich Barbara Steffens als Ministerin noch sprechen, ist, dass wir eine gute Gesundheitsversorgung und Infrastruktur weiter vor Ort brauchen. Der demografische Wandel, die demografische Entwicklung bedeutet natürlich teilweise gerade auf dem Land dramatische Entwicklungen. Da haben wir Leerstand von Wohnungen, da haben wir Leerstand auch teilweise von Gewerbegebieten. Und eben auch ein sich zurückziehenden Einzelhandel und gleichzeitig aber eben die Perspektive oder die Entwicklung, dass eben viele Versorgungseinrichtungen an den Rand
der Städte, an den Rand der Orte auch gehen. Und da müssen wir Gegenmaßnahmen ergreifen. Da müssen wir Gegenmaßnahmen ergreifen, dass zum Beispiel es mobile Läden gibt, die eben sozusagen die Grundgüter, die Grundversorgung auch mobil gewährleisten. Dass zum Beispiel auch bei der Daseinsvorsorge, also zum Beispiel bei den kommunalen Dienstleistungen, auch die Kommunen kleine Stellen, dezentral Dienstleistungsstellen auch vor Ort anbieten. Und dass natürlich vor allem auch bei dem Mangel an Fachärzten und Hausärzten wir umsteuern müssen. Und das ist natürlich in aktuellen Strukturen sehr, sehr schwierig. Da wird Barbara gleich noch drauf eingehen. Wir brauchen aber bessere Rahmenbedingungen, damit eben auch Ärzte, vor allem Fachärzte, Hausärzte sich niederlassen, also zum Beispiel neue Niederlassungsmodelle, flexiblere Sitze. Und das gilt auch ganz besonders für die Krankenhausversorgung. Nicht jedes Krankenhaus muss alles können. Aber wir wollen eben, dass sozusagen die Grundbedarfe auch vor Ort auch leicht erreichbar abgedeckt werden. Und das ist zum Beispiel vor allem auch durch die Portalkliniken, die eben im Verbund auch alle Bedarfe abdecken, gewährleistet. Und wir wollen eben, dass auch sozusagen der Übergang vom Krankenhaus zur Pflege, wo es eben sozusagen oft auf dem Land nicht so leicht ist, ambulante Strukturen auch vorzufinden, dass das verbessert wird. Und wir sagen ganz, ganz eindeutig, dass wir gerade in diesem Bereich Gesundheitsversorgung, Pflegeversorgung umsteuern müssen, weil gerade eine älter werdende Bevölkerung, wir wollen auch weiterhin, dass vor Ort alle Bedarfe abgedeckt werden. Und da müssen wir gegensteuern. Das kann so nicht weitergehen. Ansonsten werden wir da ein Problem zulaufen. Da muss es Gegenmaßnahmen geben, liebe Freundinnen und Freunde. All das geht nicht ohne die vielen engagierten Menschen vor Ort. Gerade die ländlichen Regionen sind geprägt von dem Ehrenamt, von vielen engagierten Menschen, von Vereinen, die sich dort auch einbringen. Und ich glaube, gerade für diese Menschen brauchen wir gute Perspektiven, damit eben das Leben auf dem Land attraktiv bleibt. Und deswegen sagen wir, das ist jetzt mein Schluss, auch Stadt in Land, Hand in Hand. Gerade in unserer Partei gibt es ja immer so ein merkwürdiges Gegeneinander, Stadt oder Land. Ja? Ich finde sozusagen, dass dieses Gegeneinander sich schon längst überholt hat, ja? Weil wir wissen, dass eben auch städtische Metropolen, dass eben auch ländlich geprägte Räume, die ja auch wiederum auch starke Städte beinhalten, dass das gar nicht untereinander geht. Und dass gerade Nordrhein-Westfalen davon geprägt ist, dass die Städte aufs Land angewiesen und das Land auch von den Städten profitiert. Deswegen wünsche ich mir, dass wir in diesem Antrag nicht nur ein deutliches Signal setzen, dass wir als Land zusammenhalten und nicht sozusagen als Region und urbane Metropolen gegeneinander arbeiten, sondern dass wir auch im Landesverband ganz deutlich machen, dass wir sozusagen dieses Gegeneinander nicht mehr möchten, sondern dass wir auch in Richtung 2017 dann stark sind und dann auch die Wahlen gewinnen, wenn wir als Landesverband zusammenhalten und deswegen gute Perspektiven für Städte und ländliche Regionen beschreiben. Und das versuchen wir mit diesem Antrag. Und ich bitte euch um eine gute Beschlussfassung, gute Debatte und dann auch sozusagen diesen Prozess weiter in die Fläche zu tragen und zu zeigen, dass wir die Partei sind, die wirklich für die ländlich geprägten Regionen gute Alternativen und gutes Programm zu bieten haben. Vielen Dank.